Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer Kurzintervention eines verzweifelten Katholiken von der Basis. Es ist ja schon kein Hilferuf mehr, es ist einfach nur ein Darstellen eines, wie soll man das sagen, eines fast Resignation verbreitenden Bildes, das der Klerus in weiten Teilen oft darstellt. Die Meldung heute besagt, verbreitet über die Catholic News Agency, dass der Bischof Americo Aguia, der jetzt im September von Papst Franziskus zum Kardinal kreiert wird, der ist Präsident der Stiftung Weltjugendtag Lissabon 2023. Und der hat in einem Interview mit RTP Noticias in Portugal gesagt, Zitat, wir wollen keine jungen Menschen zu Christus oder zur katholischen Kirche bekehren. Ganz und gar nicht. Zitat Ende. Entschuldigung, Herr Bischof, darf ich Sie daran erinnern an Johannes 14, 6 und was eigentlich Ihr Auftrag ist? Oder ich frage nicht, darf ich, sondern ich tu's. Jesus sagte zu ihm, zu einem seiner Jünger, der ihn gefragt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Das sagt Jesus Christus ganz dogmatisch von sich selbst. Wie sollen junge Menschen, wie sollen Menschen das Evangelium annehmen als die Wahrheit, wenn die eigenen Amtsträger seiner Kirche so tun, als wäre das alles beliebig. Der Bischof führt das dann auch noch weiter aus. Er sagt etwas weiter unten, für den Bischof gehe es darum, dass jeder junge Mensch sagen kann, ich denke anders, ich fühle anders, ich organisiere mein Leben anders, aber wir sind Brüder und Schwestern und wir werden die Zukunft gemeinsam aufbauen. Das ist die Hauptbotschaft dieser Begegnung mit dem lebendigen Christus, die der Papst den jungen Menschen vermitteln möchte. Dann führt er fort, wir wollen, dass es für einen jungen katholischen Christen normal ist, zu sagen und zu bezeugen, wer er ist. Oder dass ein junger Muslim, Jude oder ein junger Mensch einer anderen Religion kein Problem damit hat, zu sagen, wer er ist und dies zu bezeugen und dass ein junger Mensch, der keine Religion hat, sich willkommen fühlt und sich nicht fremd fühlt, weil er anders denkt. Ja, das ist eine Grundhaltung der katholischen Kirche. Wir nehmen den anderen Menschen an. Wenn es aber um die Wahrheit geht, dann haben wir zum Evangelium zu stehen. Und wir als Katholiken, wir als Christen, gehen davon aus, dass das, was Jesus gesagt hat, dass niemand zum Vater kommt, denn durch ihn, dass das die Wahrheit ist, denn es hat Jesus Christus gesprochen. Wie kommt dann ein Bischof, ein Weihbischof, dazu, das in Frage zu stellen und andere Menschen vom Heil ausschließen zu wollen, indem er von vornherein sagt, ich relativiere meine eigene Überzeugung und lasse alle anderen auch gelten, und will die gar nicht dazu bringen, in diese Wahrheit einzutreten. Das ist keine katholische, das ist keine christliche, das ist keine missionarische Haltung. Und das ist eines Klerikers der katholischen Kirche unwürdig. Soweit meine kleine, unmaßgebliche Meinung. Schön, dass Sie dabei waren. Schauen Sie auch in unsere anderen Angebote rein. Lassen Sie ein Like da. Teilen Sie diese kleine Wortmeldung. Wenn sie Ihnen gefallen hat, schreiben Sie einen Kommentar dazu,
entweder Zustimmung oder treten Sie mit mir in die Diskussion ein. Bis zum nächsten Mal. Servus.